Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Interstellar Rift. Heute tatsächlich mal wieder alleine. Ja, schade drum, es sind alle off. Ja, Cobra hat Probleme mit dem Rechner. Ja, eben wegen dem Mainboard, das verreckt ist. Trinam ist nicht da, ich weiß nicht, was er tut. Ja. Kann auch sein, dass ich gar nicht so lange on bin, weil momentan bei uns Sturm, Gewitter und so Zeug angesagt ist. Da kann es sein, dass vielleicht meine Verbindung zum Internet abreißt oder ich frühzeitig aufhören muss, weil ich hier alles abstecken muss, weil wenn es zu heftig wird, dann stecke ich hier alles ab. Das ist einfach das Los auf dem Land. Wir leben hier ziemlich, ja, außerhalb, und wenn hier ein Blitz einschlägt irgendwo in der Umgebung, dann ist bei uns alles an Elektrik kaputt. Da zahlt nicht mal mehr die Versicherung, weil es eben schon so häufig passiert ist. Deswegen, ja, nicht ganz so toll. Wir haben gerade gesehen, unser Server, auf dem wir spielen, der Horizon Server, der ist wieder auf dem aktuellen Stand. Das ist super. Was ich letztens noch vergessen habe zu erzählen, also total untergegangen, das Wichtigste eigentlich, diese Data Cartridges haben jetzt einen Sinn. Und zwar soll man die jetzt in diesen, ja, in diesen Server-Dingens einbauen können, und dann soll man darauf sozusagen die Geschäftsdaten eines Systems abspeichern können. Wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht. Wir werden das aber heute, denke ich mal, ausprobieren, weil wir haben ja heute sowieso Zeit. Es ist ja eh keiner da, vielleicht mal ein bisschen T0 rumspringen, ein bisschen Beryllium farmen vielleicht. Ja, und sowas in der Art hatte ich mir für heute eigentlich vorgestellt. Das Thema ist das, ich möchte einfach mein großes Schiff nicht auslagern. Nee, ich muss es ja eigentlich. Moment, time to respawn. Was? Bitte was? Bitte was? Was ist da passiert? Sag nicht, wir haben jetzt wieder alles verloren. Dann habe ich den Spaß am Spiel nämlich gerade auch verloren. Wenn das so sein sollte. Ja, das wäre natürlich super ärgerlich jetzt, wenn wir eigentlich... Ja, wenn wir eigentlich den Server noch hätten und alles, aber... Ja, wir eben nichts mehr hätten, was wir so gefarmt haben und so weiter. Wir haben ja hier etliche Stunden Zeit schon investiert. Aber gut, das ist das Los von einem, ja, Beta-Game, würde ich mal sagen. Das ist halt einfach so, dass es noch in Entwicklung ist, dass es noch, ja. Und da kann es schon mal sein, dass mal das eine oder andere verloren geht. Aber wir sind hier nicht auf der Logikop-Station, sondern auf der Hörle-Station, würde ich mal sagen. Ja, das ist eine Hörle-Station. Und wenn wir Glück haben, jawohl, es ist auch noch, das Schiff ist da. Es sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir haben da auch noch alles da. Ich denke, das passt. Crew, haben wir die, genau, von der Crew sind wir da rausgeworfen worden. Wieso auch immer, das ist so ein immer wiederkehrender Bug. Das verstehe ich nicht ganz. Ist wie es ist. Nehmen wir einfach mal so hin. Ja, okay. Ich würde sagen, ich unstore einfach mal mein kleines Schiff. So. Und dann machen wir hier mal kurz Modify. Dieses hier. Und zwar brauchen wir noch so einen Server, so einen, wo man die Cartridge einsetzen kann. Ich guck mal, vielleicht habe ich in der hier vorne irgendwo noch Platz. Wäre ganz schick, wäre ganz nett, weil dann bräuchte ich nicht so weit laufen. So. Ich denke, das ist so ein Ding. Ja, gut, das ist relativ groß, das passt so nicht, würde ich mal sagen. Wir haben einfach nur ein Terminal stehen. Das Terminal können wir eigentlich auch dahin bauen, dann können wir das dahin setzen. So. Gesagt, getan, das machen wir so. Wende. Was haben wir überhaupt für eine Farbe genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Ich glaube, die Farbe war das, oder? Ja, sieht so aus. Es ändert sich nichts. Genau. Das müsste die Farbe sein. Passt. Sehr schön.
Genau. Also hier hinten. Das Terminal machen wir mal weg. Und dafür setzen wir es da vorne hin. Das hier. So. Und hier können wir den Boden mal noch ändern. Einfach, ja, weil wir es können, weil es ja egal ist im Endeffekt. So. Und dann bauen wir hier diesen Datenschrank ein. Diesen Data Core Terminal hier. So. Bitteschön. Einmal Data Core Terminal einbauen, bitte. Modify. Ja, mach einfach. So. Okay. Gut. Dann haben wir das. Machst du mal die Tür auf? Achso, das ist wieder Lag, weil Schiff und so. Das ist halt so, ja. Die Frage, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf, oder? Ja. Ja, das wäre natürlich super, wenn ich das, ja doch. Ja, und das passt auch von der Anzeige her, würde ich sagen, oder? Ihr seht alles, was ich sehe, glaube ich. Hoppala. Das wolltest du nicht. Ich wollte nur hier wieder reintappen. So. Eine Cartridge. Hier. Das glaube ich. Ne, das sind die falschen. Hier. Data Cartridge. Hallo? So. Wieso? Ah, jetzt. Okay. Gut, dann gehen wir auf Schiff. Rüber da. Danke schon wieder über da, das erinnert mich immer so an Rubber Duck. Wie auch immer. So, wollen wir doch mal gucken. Dann haben die nämlich auch endlich einen Sinn. Also die hatten da tatsächlich bisher wahrscheinlich noch gar keinen Sinn. Und wir haben immer nach dem Sinn geforscht von den Dingern und einfach nichts gefunden. Und das liegt wohl einfach daran, weil sie. Moment. Kann ich hier aber auch nicht einlegen. Trotzdem nicht. Sollte aber gehen. Ha, muss ich das woanders einlegen? Ha. Muss ich das woanders einlegen? Hat dieses Trade-Teil hier vielleicht irgendwie in den Cartridge-Slot? Nein, hat es auch nicht. Das ja wieder. Ha. Muss ich da mal nochmal nachlesen? Habe ich wieder nur teilweise gelesen oder wie? Also, ich guck mal gerade in die Update-News. Trade Data, ach so, das ist eine neue, das ist eine Trade Data Ka Cartridge, die heißt dann tatsächlich Trade Ta Data Cartridge wahrscheinlich. In der Data Core, genau, also das ist ja im Endeffekt unser Data Core gewesen. Gut, dann weiß ich immer noch nicht den Sinn von der Cartridge, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass, ja. Dass ich das bei Logicorp kaufen muss und nicht die Cartridge ist, die ich schon habe. Schade. Das wäre super gewesen. Lege ich mal auch hier mit rein, ist ja egal im Endeffekt. So. Komm. Dann gehen wir mal kurz zu Logicorp und kaufen uns so einen Teil. Das kann ja nicht so teuer sein, oder? Also ich meine, ich habe 5,5 Millionen. Das sollte schon so ein Ding drin sein. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Ach ja. Wir wollten auch mal dahin gucken. Das tun wir jetzt aber erstmal direkt. Weil das interessiert mich schon immer, wie es da aussieht, was die so gebaut haben. So. Event Horizon Trading Center. Also das ist das Ding direkt vom Server. Wir fliegen mal außen rum, würde ich mal sagen. Und gucken uns das mal von der Seite an. Wo ist es denn da oben? So, weil hier scheint Sonne. Von der anderen Seite nicht. Es sieht. Ach so, EH, Event Horizon. Ach so, okay. Und Klotz. Alles klar. Gut, da gehen wir mal rüber. Wir wollen das mal angucken. Wir sehen uns das mal an.
So, uiuiui, was sind wir denn hier? Event to Rise and Trading Center, das hier wahrscheinlich. Oder? Ich denke, das müsste es sein. Wir gehen da mal rüber. Wir gucken uns das mal an, was man alles so kaufen und verkaufen kann. So, hallo! Ein Store-O-Tron. Okay. Wie funktioniert das? Wie haben die den Store-O-Tron hier reingebracht? Das würde mich interessieren. Dieses. Okay. Ein Rift Generator, alles klar, ein großer Rift Generator. Boarding Room. Hier ein Spawn-Dingens. Ach so, ja, nichts. Okay, wo ist hier was zum Traden, was zum Handeln? Nirgends, oder wie? Ein Vault? Ja, okay. Ist hier alles schön und gut, da ist auch noch ein Vault. Aber wo gibt es hier was zu handeln? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier keine Trading Station, gar nichts. Ich sehe hier nichts zum Handeln. Warum heißt es dann Trading-Dingens? Ja, wie auch immer. Gibt's hier. Achso, ne, das ist. Ach schon, die haben ja auch ein Missionsterminal, das wäre ja Hammer gewesen. Aber hier gibt's nichts. Hier kann man nichts tun. Also, für was sind wir hier hin? Wir gehen mal einfach direkt aufs nächste. Trading Hall. Da steht doch auch schon was mit Trading. Dann gehen wir doch einfach mal dahin und schauen uns mal da um. Vielleicht gibt es ja da mehr zu sehen. Also hier, das ist einfach nur ein 4 GB Kasten mit EH außen drauf für Event Horizon. Super. Ja, das hat ja wahnsinnig gut geklappt. Und jetzt? Irgendwie läuft der Balken unten ständig durch. Aber es tut sich nichts. War das vielleicht keine gute Idee, darüber zu beamen? Das ist ja interessant, das hatte ich ja noch nie. Läuft ja mal was Neues. Super. Ja. Ich glaube, ich schließe das Spiel und versuche es einfach nochmal. Ich hoffe, mein Schiff steht da nicht da draußen irgendwo rum. Das wäre ziemlich doof. Ich kann es ja auch nicht irgendwie in Schlepptau nehmen. Das ist ja das nächste Problem. Ich glaube, das wird so nix. Waiting for physics to load. Ja, wie auch immer. Halt! Jetzt! Ha! Ich wollte es gerade schließen. Gerade noch rechtzeitig. Hier gibt es was zum Handeln. Okay. Hier kann man Silizium kaufen. Hier kann man Alu kaufen. Tatsächlich Alu. Hier kann man Alu kaufen. Schauen wir mal. Nee. Hier steht aber. Ach, hier ist Stock. Hier steht's. Hier ist einiges drin. Cool. Leute, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Oh. Aber 18.000 pro Stück, oder wie? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Weil wir wollen. Eigentlich brauchen wir 250, oder? Ich glaube, 250 waren das. Oh, 4,5 Mille. Würde das kosten, das zu kaufen? Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten will. Ich glaube nicht. 4,5 Mille. Aber eigentlich hätten wir es. Ich wüsste auch nicht, für was wir. Moment, doch, für die nächste Cartridge, für die MK3er, für die Tier 3 Cartridge würden wir sparen. Stimmt ja. Von daher, ja, okay. Ja, weiß nicht, ob das so geil ist. Hey, ach so, ich dachte schon, hier kann man runterfallen. Das ist einfach nur, das ist eine Treppe. Hier kann man rundherum laufen, alles klar, deswegen. Ja, hier kann man tatsächlich was kaufen. Das finde ich ja sehr interessant.
Und sehr verlockend vor allem eigentlich. Wie hat der. Ach so, der hat einfach nur. Ich dachte schon, der hat hier einen Dreier stehen. Wie hat der das gemacht? Na doch, das. Oder? Hä? Moment. Denke ich gerade falsch? Ich meine, das sieht schon sehr verbuggt aus. Aber. Ja, nee, der hat trotzdem. Da einen und von den Zweier, alles klar, okay. Ich dachte schon hier. Jetzt werde ich total bekloppt oder so. Da ist ein Sammler. Was ist denn da oben noch? Da ist noch eine Tür noch und alles. Ich will da mal hin. Kann ich da überhaupt hin von hier aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe mal hier rein, wenn ich kann. Irgendwo. Hier. Ah. Junkers only. Okay, Junkers. Sell empty batteries. My charge batteries back. Alles klar. Na super. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Nein, das machen wir sicher nicht. Was verlangt ihr eigentlich für das bessere Fuel? Nur mal so. Okay. Ja. Ja gut. Also das haben wir jetzt gesehen. Hier gibt es einiges zu kaufen. Und man kann auch einiges verkaufen. Gibt es Sonnenblumen. Schön. Also das ist hier. Das ist nach meinem Geschmack eigentlich so. So würde ich mir eine Trading Station vorstellen. Das ist doch in Ordnung. So kann man arbeiten. Nur die Preise sind halt, ja, exorbitant. Wildes Market. Ja, da können wir auf jeden Fall auch hin. Gehen wir doch da mal hin. Gucken mal, vielleicht wird der günstiger. Vielleicht hat er auch quasi im Angebot. Und vielleicht ist der ja günstiger. Okay, hier ist schon mal dunkler, aber da gibt es auch was zum Kaufen und zum Verkaufen. Hier gibt es auch Alu. Moment. Wie sieht es mit dem Preisunterschied eigentlich aus? Da müssen wir mal gucken. Das wäre interessant. Vielleicht können wir ja direkt hier ordentlich was an Kohle verdienen. Vielleicht. Aber ich glaube es ja nicht. Die sind doch auch nicht doof, oder? Sind die doof? Ich weiß nicht. Und wenn, dann glaube ich, hat das eh schon ein anderer auch gemacht. Okay. Carbon. Gibt's nichts zum Kaufen und nichts zum Verkaufen. Special D's Daily coming soon. Okay. Things, Tier 3. Für 80.000 und ka kaufen wir das für 30.000, alles klar. Ja, gut. Müssen wir mal zusammenrechnen, was das kostet, wenn man sich dann hier das eindecken würde mit den Tier 3 Heatsinks. Einfach nur mal so Spaß, aber zum Gucken. Okay, also hier gibt es glaube ich keinen Quarz. Ich glaube, der ist auch noch nicht ganz so weit gewesen, wie es aussieht. Das ist schade, ich hätte gern irgendwie schon geguckt, ob der hier günstiger ist mit dem Quarz, weil er hat keins. Oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Ach, hier gibt's Carbon. Und hier nochmal? Eigentlich auch nicht. Okay. Der sieht etwas nicht so ganz organisiert aus wie der andere. Der andere sieht schon sehr professionell aus. Also der hier, der ist so. Das ist so. Man könnte auch Black Market sagen, vielleicht. Ja, okay. Access denied. Alles klar, man kann ja mal gucken. Man kann doch mal gucken. Ah, und hier war der Teleporter, genau. War sonst noch irgendwas hier? Ein Rift Generator. Aber nur ein kleiner. Das ist doch der kleine. Das ist richtig. Ja, genau, das ist der kleine. Was will ich mit einem kleinen Rift Generator, ganz ehrlich? Den habe ich selber an Bord. So, was gibt's hier unten noch? Uiuiuiui. Okay. Versteckt. Hidden Room. Huh?
Oho, alles klar. Alles klar, hier gibt es auch eine Silhouette, man kann auch reingehen. Ah, und hier ist der Spawnpunkt. Und hier hinten auch wieder längs. Jawohl, hier hinten kann man auch nochmal lang. Alles klar. Und hier ist ein Assembler. Oh Gott, was? Ganz ehrlich, das ist doch echt ein Black Market hier, das ist doch nicht normal. Kann mir keiner sagen. Ist? Public Cargo Port? Für was? Was, frage ich? Für was? Ach, ist egal. Er hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht. Ja, Access denied. Man kann da gar nicht weiter. Oh, aber man könnte mal gucken, ob er von der anderen Seite vielleicht durchkommt. Bei so einem Fenster vielleicht. Das ist ja mal hier. Ah, ne. Hier ist auch eine Tür. Feierabend. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir wieder nach oben. Alles klar. So. Ich glaube, ich gucke trotzdem mal wegen dem Preis. Also, nehmen wir mal was. Was das hier nicht so ganz weit weg ist von der Preisspanne her. Hier das hier zum Beispiel. Hallo? 74, für 74 kauft das und für 61 verkauft erst. Mal gucken, für was der andere. Schmarrn, für andersrum. Für 74 verkauft er und für 61 kann ich es kaufen. Mal gucken, was der andere so verlangt. Ich bin mal gerade neugierig. Das, ich glaube, das war der. Der bunte war das, glaube ich, ja. Mal rüber. Ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange zum Laden. Ah ne, diesmal geht's schneller. So, hallo? Moment. Ha! Ich kaufe den seine Alu komplett auf und verkaufe es hier. Oder ich behalte es. Adimant 0. Er kauft aber nicht. Die Idee hatte wahrscheinlich schon vor mir einer. Ja gut, aber ich kann auch Alu kaufen. Vom Builders Market war das. Oder Moment, wir können auch mal erstmal noch gucken, was der andere im Angebot hat. Also da gab es Alu für 74 oder so. Weiß nicht mehr so genau. Ist egal. Auf jeden Fall. Ja, und um die irgendwas, um die 70. 74, glaube ich, war es. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist manchmal sehr kurzzeitig. Hier? Nur no, hier gibt es doch erstmal nichts. Da gibt es auch nichts, da gibt es auch nichts, da auch nicht. Nirgendwo was zu kaufen. Ah, da kann man nicht durch. Gibt's hier was zu kaufen? Hier gibt es was zu kaufen. Wir waren bei Alu. Wir wollen uns mal die Alu-Preise angucken. Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Alu, oder? Vielleicht hier unten? Beryllium? Hier, Quarz. Der ist deutlich günstiger als der andere. Hier, was kosten denn hier diese? Gut, man könnte klagen, man könnte rechnen. Könnte man? 2,5 Mille. Schon deutlich günstiger. 2 Millionen weniger als beim anderen. Ja, das ist doch eine Sache. Das ist doch eine Sache. Das überlege ich mir gerade direkt, ob ich das machen soll. Hoppala, was ist denn jetzt los? Da darf ich nicht rein. Hier gibt's Alu. Der ist. Was ist denn bitte schon jetzt wieder los? Habe ich dieses doofe Makro wieder aktiv oder wie? Das hatte ich doch deaktiviert. Kann doch gar nicht sein. Also wenn das jetzt so. Ja, das ist das Makro. Ich hoffe, das ist bald. Das läuft bald aus. Ich kann das leider nicht stoppen. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Ich könnte mal hier versuchen. Nee, bringt nichts. Nee, bringt nichts.
No Oxygen, also hier gibt es nicht mehr Sauerstoff auf der Station, aber es ist günstiger. Ich glaube, ich nehme die 200, für die 2,5 Millionen nehme ich die 250 hier. Ja, genau, leck mich doch am Arsch. Wieso bin ich da drauf gekommen überhaupt? Ich weiß nicht. Für 2,5 Millionen nehme ich das. Wie war das nochmal hier? 5,5 habe ich. Da habe ich noch 3 Mille. Ach komm, das ist so, das ist doch in Ordnung. Dafür ist es doch in Ordnung. Oder? 2,5 Mille? Ja, komm, ich kaufe das. Ja. Ich kaufe das, oder? Und dann können wir direkt das nächste Schiff mit Drone bei. Ah, ich hasse dieses Makro. Wieso habe ich das überhaupt noch drin? Ich muss das mal irgendwie. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich das nicht irgendwie trotzdem rausbekomme. Ja. So schön eine G-Tastatur auch ist, manchmal ist es einfach nervig. Ja, genau. So, hier Scripts. Wieso kann ich das nicht bearbeiten? Brechen. Ja, wir reintappen. Wo ist es denn? Skript erstellen. Hier. Ah, ich hasse das. DK7. So. Verstehe ich gerade nicht, wieso er das überhaupt macht, weil eigentlich habe ich schon deaktiviert. Eigentlich darf er das überhaupt nicht machen. Press Key? Na komm. 1 und 7. Sonst habe ich doch gar nichts drin. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. G11. Nee. Ich glaube, es ist eh vorbei. Ich verstehe es nicht, wieso es das macht. Ja. Eigentlich habe ich es deaktiviert. Eigentlich ist es auskommentiert. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Ja. Keine Ahnung. Und wenn es nicht auskommentiert ist, wenn das so sein sollte, dass das andere Zeichen wären, dann müsste wenigstens ein Fehler kommen. Dann müsste wenigstens eine Fehlermeldung schreiben eigentlich. Wenn es. Ja, okay. Okay, ja, gut, es ist Windows. Es ist ein Windows-Programm, das heißt, es kann auch sein, dass es das nicht tut. Aber ich glaube, ich kaufe das und baue mir da eine Drone Bay ein, oder? Das ist so verlockend. Ich mach das. Ich mach das. Ja, komm, ja, ich mach das. Bis? Ah, er hat gar keins mehr. Ah, super, er hat gar keins mehr. Ah, ihr habt das natürlich alle schon gesehen, oder? Kann man nicht sehen, wenn man hier drin ist, aber wahrscheinlich habt ihr das vorher schon gesehen, dass er Demand 0, Ding, Stock 0 hat. Ah, das ist ja super nervig eigentlich. Ah, jetzt habe ich mich so gefreut, ich baue jetzt die Drone Bay ein. Aber nein, daraus wird halt wieder nichts, weil hier die Jungs nicht fähig sind, dass sie hier ihr Zeug on Stock halten. Ja? Kann ja nicht sein. Ah, das ist doch ärgerlich. Okay, gut, wir haben das auch gesehen. Was haben wir noch? Wir
Imperial Trade Vaults. Gehen wir dahin. Oder? Moment. Dann kurzen Teleporter. Ja, ist egal. Jetzt sind wir hier. Ne, hat einen Langstrecken-Teleporter. Passt. Alles super. Kam also keine Benachrichtigung, dass es nicht da sein darf, dass ich mich hier importe. Okay, haben wir selber alles? Für 70 könnte man hier Alu kaufen. Wäre günstig im Vergleich, aber hat 0 Stock. Super. Super, super, super. Okay. Oh, hier liegt Eisen rum. Ja, schön. Er hat einer sein Eisen vergessen. Ja gut, das nehmen wir mit. Haben wir hier ein Vault eigentlich drauf, wenn es schon so heißt? Nee. Aber ich kann es nicht... Ja gut, dann nehmen wir es ins Inventar. Wir nehmen es einfach mal mit. Ja, wenn man schon mal ein Eisen geschenkt bekommt. Oh ja. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es könnte auch Gold sein oder es könnte auch... Ja, was anderes sein. Aber ich nehme auch Eisen zur Not. Wie gesagt, geschenkt nehme ich es. Ah, hier ist zu. Das darf man also gar nicht traden. Okay. Also das darf man gar nicht traden. Man darf da gar nicht rein. Alles klar. Der verkauft Eisen für 4. Stock 0. Alles klar. Hier. Ja, okay. Ja, die Leute haben das, denke ich, schon gut ausgenutzt. Hätten wir auch Stahl kaufen können, wenn es noch was geben würde. Ja, die Leute haben das schon gut ausgenutzt, würde ich sagen. Also, hier, glaube ich, ist nichts mehr zu holen auf den Stationen. Die sind einfach schon zu alt. Was haben wir sonst noch? Ja, alles klar. Dann gehen wir zurück auf unser Schiff. Ja. Aus dem Ganzen, wir haben etwas Eisen. Gut. Hätten wir so und so Eisen? Hätten wir also nicht gebraucht. Aber gut, wir haben es jetzt. Hier gab es doch... Hier war doch ein Vault. So, weg damit. Braucht das nicht rumfahren. Haben wir ja eigentlich noch Sachen dabei? So, ja. Wir haben noch haufenweise Zeug dabei. Egal. So. Dann gucken wir doch mal den Logicorp. Ob wir den Logicorp Station finden. Was ist denn... Jetzt. Ist ja furchtbar. Habe ich ein Overlay von Steam irgendwie, so halbwegs. Imperial Trade Vault. Da waren wir gerade auch drin. Okay, die stehen hier sehr knapp. Waren wir da eigentlich drauf? Auf den? Ich weiß es gar nicht. Der hat schon ordentlich Storage dran hier, hm? Ja, der eigentlich auch. Aber trotzdem haben die nichts auf Lager eigentlich mehr. Das ist direkt schon schade. Oh, hier zieht gerade ein Asteroidenschwarm vorbei. Alles klar. Hallo, Jungs. So. Rich Asteroid. Moment. Ich bin gerade mal neugierig. Was hat denn der so dabei? Nichts. Rich Asteroid mit nichts. Alles klar. Vielleicht muss man den auch im Miner ansehen. Sehen wir uns den mal im Miner an. Vielleicht finden wir da was. Achso, das ist einfach nur Stahl. Gut. Dass der Stahl dabei hat,
Stahlschrott vor allem. Ja gut, vielleicht irgendwas, das kaputt ist oder so, dass sich dann das zerfetzt hat, dass sich dann zu einer, ja, zu einem Asteroiden geformt hat. Schön. Okay, also dann mal weg hier. Raus, würde ich sagen, damit wir hier nicht von den ganzen Signalen übermannt werden, überwältigt werden. So, deutlich weniger geworden. Schön. So, jetzt gucken wir noch mal. Da kommen wir her. Gibt's da irgendwas außerdem noch? Hier, so. So, was gibt's hier? GT, da kommt man mal hin, vielleicht. Vielleicht gibt es da diese Cartridge, diese. Okay, aber sämtliche Stationen sind weg. Sämtliche Stationen sind weg. Moment. Wir gucken mal. Events. Sämtliche Stationen sind weg. Drifter. Ja, wobei, eigentlich ist es egal. Das darf einer machen, der hier nach uns kommt. Eigentlich, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen auch die Pirate Drone nicht. Das ist egal. Wir brauchen das alles nicht. Wir haben so viel Zeug. Wir brauchen das nicht. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass es. Da mal hin. Guck mal, ob die hier vielleicht was verkaufen. So, GT Trade, das hört sich doch nach Handeln an. Vielleicht haben die ja sowas auch. Ja, ich bin zu nah am Stern, ist schon gut. Hallo, ich will hier keine 20 Sekunden einfach nur auf dem Bildschirm starten. Mach was! Ich habe gerade schon Ewigkeiten rumgestartet, also für die Zuschauer zumindest, weil ich versucht habe, diesen komischen Geek-Key-Dingens rauszubekommen. Beziehungsweise, wie ich den überhaupt aktiviert habe. Ich verstehe es halt nicht. Weil eigentlich es darf eigentlich gar nicht sein. Es darf nicht passieren. Ja. Verstehe es nicht. Muss mal gucken, ob ich das im anderen Profil vielleicht noch drin habe, weil es gibt ja mehrere Profile, die man machen kann. Ich habe das zwar nicht angewählt, aber vielleicht übernimmt das dann trotzdem. Weiß ja nicht. Ah. Also super. Direkt vorbei. Zack. So. Ja, wo ist er denn? Ich bin hier mal links, mal rechts. Vor mir, alles klar. Ja, dann hinter. So. Ah. Ah, ich habe jetzt was im Auge. Super. Ah, das freut mich. Nicht. So, mal los. GT Trade. Auf geht's. Ja, Umwelterwarnung, deutscher Wetterdienst. Danke, das habe ich mitbekommen. Momentan ist aber noch alles super. Also es ist momentan. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Kennt das noch einer? Also, vielleicht gibt es das ja hier. Boah, nö, gibt es hier nicht. Ja. Was ist da oben eigentlich noch? Ach so. Okay. Ja gut, gibt's hier nicht. Schön. Ist es eigentlich?
Wie sieht es eigentlich denn hier aus? Eigentlich müsste ich noch T2 Missionen machen. Aber allein. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir sind zwar trotzdem relativ stark bewaffnet, aber ich weiß nicht. Ich glaube, mein Schild ist einfach zu gering noch. Ja. So, also hier gibt's das nicht. Dann würde ich sagen, gibt's das in dem System auch nicht, weil das, ich glaube, so viele Stationen gibt's gar nicht. Ja, hier überall Build Station, Build Station, Build Station. Station Construction. Station Construction. Gar nichts. Gar nichts. Hydrovex Fuel Trader. Da gibt es aber, glaube ich, auch kein Logicorp-Dingens. Ja, dann war es das eigentlich, würde ich sagen. Ja. Wo geht's jetzt wieder zurück? Hier. Ah, was ist denn los? Lag. So, da wollen wir wieder hin. Da kommen wir her. Dann machen wir für heute auch schon wieder Schluss. Das war einfach nur mal so ein kurzes Ding dann. Ja, ja. Weiß nicht, allein habe ich immer so wenig in der Art, das großmächtig anzustellen. Also, ja, vor allem, weil ich jetzt auch das nicht finde, was ich möchte und nicht das tun kann, was ich möchte. Ah, das demotiviert doch. Das ist doch furchtbar. Wie geht's euch? Gut? Hoffe ich doch. Ja. Ausnahmsweise mal eine super, super kurze Folge, glaube ich. Mal gucken. Wie viel habe ich denn schon? Ja, okay, so kurz ist sie dann doch nicht. Doch, also das sind doch nur 40 Minuten dann, wahrscheinlich. Ja, das ist doch ordentlich. Ich will dahin, lass mich dahin. Ich will schnell dahin, lass mich schnell dahin. So. Ich muss mal bei hier Keen Softwarehaus mal nachfragen, ob ich von Space Engineers ein Video machen darf. Das würde mich auch sehr reizen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich finde es zwar doof, was sie so gemacht haben, hier von wegen, ja, wir fügen jetzt bezahlbare Blöcke ein. Ja, gut. Finde ich nicht so ganz geil. Aber ja, das ist halt so. Es versuchen halt alle irgendwie an Geld zu kommen. Ich komme mir gerade ziemlich doof vor, weil ich das nicht tue. Weil ich hier keine Werbung schalte. Ja. Ihr würdet wahrscheinlich dann sagen, der hat's ja eh nicht nötig. Ja, doch, eigentlich ja schon. Eigentlich bin ich ja schon irgendwie auf Geld angewiesen. So, zwischendrin mal. Ja, man will ja doch mal was einkaufen. Aber gut, ich mache mir halt aus Geld einfach vielleicht weniger als die meisten. Kann ja auch morgen schon sein, dass das Geld nichts mehr wert ist. Also, es kann passieren. Also, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie den Teufel an der Wand malen, aber wir hatten das schon. Das ist noch gar nicht so lange her. Und von daher, wenn ich genug habe zum Leben, dann ist das schon okay. Wenn mir das aber ja. Also, und etwas Komfort halt, ist ja auch klar. Also ich will jetzt nicht hier in so einem Bungalow wohnen oder so. Schon logisch. Und ich will auch mal wohin fahren können, wenn ich wohin will. Auch klar. Ne? Also, die Option halt einfach zu haben, sagen wir so. Ich fahre sowieso nicht so oft weg, das seht ihr ja, ich bin ja ständig hier am Zocken, wenn ich nicht gerade arbeite oder wenn ich. Keine Ahnung, ja, irgendwie anderen Schwachsinn mache. Ja. Ja, wie auch immer. Schön. Schön, schön. Ja. Hallo, Carsten. Hallo, Carsten. Was ist? Ah, vielleicht gibt's das hier.
Sieht nicht so aus, ne? Action Membership. Ah, ach so, hier könnte man die Faction wahrscheinlich ändern, ha? Huh? Da könnte man die Faction ändern. Galactic Trade, Store Drone, hier gibt's hier. Hier gibt's kein Dingens, ne? Kein Logikorb. Ne, gibt's hier nicht. Aber gar nicht gucken, gibt's hier nicht. Das ist ja alles hier in dem Raum eigentlich. Das ist hier relativ schön gemacht, dass hier alles beieinander ist. Kann man da rüber springen? Nein, wollen wir nicht drüber. Die Decke im Weg. Hier könnte ich drüber springen. Ja. Ich wollte mich da jetzt dahinter hinstellen. Ja, okay. Ist es ist. Fakt ist, dass ich momentan, also jetzt gerade, wenig Lust habe, weiterzumachen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, ich hoffe, Trinam oder Cobra kommen demnächst mal wieder. Dann macht es nämlich mehr Spaß, wenn man so miteinander so im Teamspeak unterwegs ist, quasseln kann, nicht nur mit sich selber redet, sondern auch tatsächlich jemand antwortet. Das ist so super. Leuchtet der grün, Asteroid, oder täuscht das? Der leuchtet grün, oder? Oder ist das einfach, weil hier die Sonne so grünlich ist? Sieht aber cool aus irgendwie. Ich mag den Asteroiden. Den möchte ich am liebsten behalten. Den nehme ich mir für zu Hause mit. Passt dann nicht ins Wohnzimmer. Und schmilzt wahrscheinlich auch, weil es nach Eis aussieht. Aber es sieht schön aus. So. Ja. Da ist noch so einer, der leuchtet auch so. Schön. Schön. Naja, da unten der leuchtet auch komisch, ne? Und hier, der auch. Was ist denn das für ein Schiff? Kastenform. Ein kastenförmiges Schiff mit haufenweise Blinklichtern. Okay. Blinklichter können wir eigentlich auch mal anbauen. Ja, ist egal. Braucht kein Mensch. Ja. Ja. Jetzt sollte eine meiner wahnsinnstollen Abschiedsreden kommen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Mords, Gelaber und keine Ahnung, er kennt mich ja. Aber ich weiß nicht. Was für ein großes Teil. Ich weiß nicht, ob ich Mords eine Abschiedsrede halten will. Will ich eigentlich nie, aber ich tue es dann trotzdem. Super. Ich kenne mich. Und ihr kennt mich mittlerweile wahrscheinlich auch ganz gut. Ihr wisst eh, dass ich nicht aufhören kann. Was gucke ich überhaupt? Ich weiß doch, was es hier gibt. Ja, hier ist es auch. Ich weiß. Können wir mal angucken, wie die das hier mit dem Licht gelöst haben. Also die haben ja oben auch Licht hingesetzt, so an die Wand. Und an die Decke. Okay, ja, klar. Und hier haben sie übereinander eben das Licht so hingesetzt, alles klar. Gut. Hier an der Wand. An der Decke ist welches. Da an der Wand. Und hier? Wie jetzt hier hin? Hier, bitteschön. Das leuchtet doch nicht von oben bis unten hier. Das kann doch nicht sein. Das funktioniert doch auf dem Schiff bei mir auch nicht. Wieso ist es hier so hell? Wie auch immer. Egal. Egal. Hier ist es dunkel. Hier stehen aber doch auch nicht weniger Lampen als da drüben. Aber hier steht eine Treppe, die vielleicht Schatten, die wirft Schatten, ja genau. Da kann ich nicht ausschalten, das Licht, okay. Schade. Hätte ich jetzt gerne mal ausgeschaltet, einfach mal, um zu gucken, ob das überhaupt einen Effekt hat auf, ja, auf den Raum da hinten oder auf die Ecke da hinten, weil es ja da relativ dunkel war. Und ja, der Schatten da war im Endeffekt.
ob das dann überhaupt keinen Einfluss hat, also wenn halt einfach was vorsteht. Es hat gerade geruppelt. Irgendwo gegen geflogen oder so? Oder ist etwas gegen uns geflogen? Man kann es im Weltall ja immer so schlecht sagen, also ob man selber irgendwo dagegen fliegt oder ob etwas gegen einen fliegt, weil es ist ja immer relativ. Kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Meistens bewegt man sich ja doch, also oder immer, man bewegt sich ja eigentlich immer im Weltall. Also man müsste ja einen Fixpunkt irgendwo haben, der sich nicht bewegt im Weltall. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Also, man kann ja nicht sagen, was sich jetzt bewegt und was nicht. Das ist, oh Gott, wo bin ich denn jetzt wieder reingeraten? Welches Paradoxon. ja. Schwierig. Oder kann man das irgendwie feststellen? Nee, kann man nicht feststellen, oder? Ob man sich bewegt im Weltall. Also, klar, in Relation immer schon. Also, weil ich kann ja, ich habe ja, meistens habe ich ja ein Ziel, wo ich hin will, und wenn es nur um die Erde rum ist, oder eben zum Mond, oder keine Ahnung, Richtung Sonne, oder was weiß ich, man hat ja immer irgendwie ein Ziel. Aber richtig stillstehen, ich meine, die Sonne bewegt sich ja auch, und die ganze Galaxie bewegt sich, in der sich unsere Sonne befindet. Also bewegt sich ja vom Urknall sozusagen weg und immer schneller werdend. Und könnte man denn sagen, also weiß man denn auch, wo der Urknall dann war, und könnte man das vielleicht als Fixpunkt annehmen und sagen, okay, der Urknall hat sich nicht bewegt? Oder hat sich der auch bewegt? Man weiß es ja einfach nicht. Man kann ja nicht sagen, hier, der hat sich nicht bewegt. Also, man weiß es da nicht. Und wenn sich der Urknall schon bewegt hat, also die Entstehung des Universums sozusagen, wie wir es kennen, wenn sich das vorher irgendwie bewegt hat, dann, beziehungsweise vorm Urknall soll ja nichts gewesen sein. Also keine Zeit, kein Raum, gar nichts. Aber das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Beziehungsweise es gibt ja mittlerweile die Theorie, dass vielleicht alles nur Illusion ist, dass wir alle nur Simulation sind. Beziehungsweise alles halt, das ganze Universum, das wir kennen, nur Simulation ist. Weil es eben Ungereimtheiten gibt einfach. Wie zum Beispiel eben, dass sich die Galaxien vom Zentrum immer schneller wegbewegen. Ich glaube, glaube ich, gibt es noch keine Lösung. Ich weiß gerade gar nicht so genau. Wenn es eine Lösung gibt, dann verratet mir die. Ich bin da wahnsinnig neugierig, wenn es um sowas geht. Was ich auch super spannend finde, ist ja auch diese Teilchenphysik, also dass man eben diese Quantenphysik, dass sich Atome manchmal, also als Materie verhalten und manchmal eben als Welle oder als wie sagt man denn, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, ist auch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr wisst, wovon ich rede, dann wisst ihr, was ich meine. Und darauf gibt es halt auch keine Antwort. Also wieso verhält sich etwas anders, wenn man es beobachtet, als wenn man es nicht beobachtet? Und da gibt es halt auch nicht so die Antwort. Eigentlich wäre die Antwort dann die, das ist wie im Spiel, wenn man gerade nicht an dem Ort ist, dann ist es einfach nicht geladen, dann passiert halt irgendwas. Und das ist halt dann anders als normalerweise. Könnte man so sagen, oder? Das heißt, Simulation. Ja. Ja, wie auch immer. Egal. Also, nicht egal. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das die Kernfrage überhaupt. Gibt's? Also, ja. Was wiederum eigentlich die nächste Frage aufwirft, wenn es eine Simulation ist, wer hat die Simulation gestartet? Also, irgendwer muss hier dann irgendwann mal auf den Knopf gedrückt haben und sagen, okay, jetzt geht's los. Oder? Also. Und dann wären wir ja wieder bei dem Thema, um das sich eigentlich viele streiten und viele nicht wissen, oder eigentlich keiner weiß, sagen wir so, gibt es einen Gott? Also, das ist ja dann die nächste Frage, die nächstlogische Frage, mal ganz ehrlich.
Weil wenn das alles eine Simulation ist, wer hat auf den Knopf gedrückt? Wer war da, um auf den Knopf zu drücken? Klar, okay, könnte man sagen, ah, das ist eine fortschrittliche Rasse und alles, aber von unserer Sicht aus wäre dann Gott der, der tatsächlich auf den Knopf gedrückt hat, der gesagt hat, jetzt geht's los. Und nicht, ja, keine Ahnung. Aber dann geht es ja weiter wiederum die Frage, auch um den Tod und alles, was passiert, wenn man stirbt? Also ist man dann einfach weg? Also wie wenn es einen nie gegeben hätte, so ist dann alles einfach, ja. Ja, okay, wie wenn es einen nie gegeben hätte, natürlich nicht. Man hinterlässt natürlich was. Und sei es einfach nur Müll. Das ist halt so. Aber an und für sich, so, ja, mal überlegt. Vom eigentlichen, ja, Gedanken, wie sagt man denn? Von seinen eigenen Gedankengut bleibt da noch was erhalten? Das ist ja eigentlich die Frage, oder? Ziemlich tiefgründig, würde ich mal sagen. Bleibt das irgendwo auf irgendeinem Server gespeichert? Oder ist es doch keine Simulation? Gibt es nur irgendwelche Sachen, ja, die wir uns naturwissenschaftlich einfach nicht erklären können? Weil wir einfach noch nicht so weit sind, weil wir einfach keine Ahnung haben von dem, was wir machen. Stimmt vielleicht die Relativitätstheorie tatsächlich nicht, die Einstein damals aufgestellt hat? Ist es vielleicht einfach nur Zufall, dass sie relativ gut passt und den allgemeinen Zustand relativ gut beschreibt, aber halt nicht stimmt trotzdem? Also annähernd vielleicht, aber eben nicht vollkommen. Ich meine, dass sie gut, dass sie vollkommen nicht stimmt, das hätten wir eigentlich bewiesen, also dass sie nicht hundertprozentig immer stimmt. Das hätten wir eigentlich bewiesen. Oder? Also eben aus dem Grund, dass wir uns immer schneller bewegen. Dass sie irgendwie ergänzt werden muss. Oder müsste. Ja. Harter Stoff jetzt hier zum Folgenende. Also, ja, aber ihr wisst jetzt, was bei mir im Kopf so regelmäßig vorgeht. Ui, wir drehen uns, cool. Was bei mir so im Kopf regelmäßig vorgeht, also so Gedanken um Sachen, die einfach, ja, die ich halt nicht begreife. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde das eigentlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht darum Gedanken zu machen. Also klar, aus meiner Sicht muss es ja so sein, sonst würde ich mir darum keine Gedanken machen. Wenn ich das furchtbar finden würde, sich darum irgendwie was zu scheren, dann würde ich das ja wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich finde es halt schon, ich finde es halt einfach interessant. Und gerade eben, wenn man so Weltraumspiele spielt, da kann man mal über sowas, glaube ich, nachdenken und sich mal die Zeit nehmen, mal das kurz zu erläutern, wie man selbst so über die ganze Sache denkt, gerade über sowas eben. Sehr interessant, oder? Bestimmt. Ja. Also vielleicht habe ich den einen oder anderen jetzt einen Gedankenanstoß gegeben, also ja, so zur Frage eben, um vielleicht mit so ein oder anderen Frieden zu schließen, also dass man sagt, okay, pass auf, den Gott, den du hast, den gibt's nicht. Den Gott, den ich habe, den gibt's nicht. Es gibt den einen, der damals auf den Kopf gedrückt hat und den nennen wir halt einfach jetzt Gott. Aber ich glaube, die so richtig fanatisch sind und die hier sagen, ja, das ist Gott, dann glaube ich, die interessieren sich dafür überhaupt nicht. Ich glaube, die gucken hier auch gar nicht mein Video an, sondern die planen den nächsten Anschlag oder so. Keine Ahnung. Ja. Da bin ich manchmal echt froh, auf dem Land zu wohnen und nicht in der Stadt. Ja, da hat man das Problem eigentlich nicht. Also wir hatten mal das Thema, dass hier was los war. Ja. Aber es ist so, dass es halt nicht, ja, nicht so viele Leute im Endeffekt davon betroffen waren. Es hat nur, ja, okay, klar, ist jeder Einzelne, wenn es trifft, ist immer doof. Aber im Endeffekt muss man sagen, wenn man dann so guckt, ja, was andernorts los ist, wie viel 100 da vielleicht mal eben schnell weg sind, was bei uns ja doch relativ
glimpflich noch. Ich glaube, da hat es nur im Endeffekt einen erwischt dann tatsächlich. Und ich glaube, zwei, drei waren schwer verletzt oder so. Von daher, ja, hat sich das für die eigentlich gar nicht gelohnt. Und den Kerl haben sie erwischt, den haben sie eingesperrt. Ja, die Frage ist halt, was macht man mit solchen Leuten? Wieder so eine schwere Frage eigentlich. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben uns genug Gedanken gemacht, also zumindest ich. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Ich hoffe, wir haben so das eine oder andere gesehen. Diese Markets haben wir ja angeguckt. Also wir haben ja doch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe mich wieder blamiert, weil ich nicht geguckt habe, ob was in Stock ist oder nicht. Wollte das kaufen, war auch schon auf dem Kaufknopf. Ihr habt gesehen und auf einmal heißt das, ja, das gibt's nicht. Ja, sowas kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Und gerade eben in so Let's Plays, glaube ich, passiert das ganz gerne und ganz häufig. Ihr wisst das ja. Ihr kennt das ja. Also, wenn euch das Spaß macht, mir beim Fehlen zuzugucken, wenn euch das Spaß macht, hier Interstellar Rift zu sehen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Dann, also, beziehungsweise wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann ja sowieso. Ja. Dann, hoffe ich einfach, dass wir uns wiedersehen, oder dass ihr mich wieder seht, beziehungsweise ihr habt ja mich noch gar nicht gesehen, aber ja, wie auch immer. Ja. Gut. Ich habe ja immer noch vor, irgendwann mal, also das habe ich ziemlich sicher vor, ja, ein Video zu machen, wo ich bei mir dann im Wald sitze und euch mal erzähle, was hier so los ist. Und ja, jedenfalls dazu bin ich halt auch noch nicht gekommen. Und bisschen, ja, hatte noch nicht. Ja, nicht die Gelegenheit einfach. Jetzt momentan ist es natürlich auch nicht ganz so toll. Ich meine, jetzt gerade wird es funktionieren. Es regnet gerade nicht und beziehungsweise Regen kann man es ja eh nicht nennen, was da die letzten Tage runterkam. Also 3 Liter auf dem Quadratmeter, ganz ehrlich. Da, wenn ich in die Ecke pisse, passiert mehr. Ja. Naja, nicht ganz, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also 3 Liter ist halt einfach gar nichts. Also klar, besser als gar nichts schon, aber oh, wachsen tut deswegen auch nicht mehr. Also 3 Liter, naja. Wir hoffen einfach mal, dass heute Abend, mit der Sturmwarnung dann tatsächlich etwas Wasser kommt. Wir hoffen auch, dass nicht zu viel Wasser kommt, denn sonst spült es einfach den ganzen ausgetrockneten Boden weg. Dann ist die fruchtbare Erde weggespült. Die ist dann irgendwo in der Kanalisation oder eben, ja, im nächsten Fluss oder sonst wo. Und setzt sich dann, keine Ahnung, irgendwo im Flussbett ab oder eben woanders. Schwemmt es ins Meer, keine Ahnung, was weiß ich. Und da können wir sie eigentlich nicht brauchen. Wir brauchen sie eigentlich hier. Bei uns direkt auf dem Feld oder auf der Wiese, im Wald, sonst wo. Und ja, deswegen hoffen wir einfach, dass es nicht so extrem wird. Dass allerdings schon ordentlich was am Wasser runterkommt. Also halt auf Zeit gesehen. Es darf halt nicht auf einen Schlag, jetzt in, was weiß ich, in 5 Minuten, 10 Liter regnen. Das ist ja natürlich nichts. Aber wenn ihr. Ja, über Stunden hinweg eben die 10 Liter kommen, also über 5 Stunden oder so, dann ist das, denke ich, okay. Dann kann man damit leben. Ja, werden wir sehen, oder werde ich sehen heute Abend dann, wenn es dann soweit ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, ich wollte die Rede jetzt nicht so lang halten, aber mir ist halt wieder so einiges durch den Kopf gegangen. Und das musste ich halt einfach mal kurz noch loswerden. Ja. Ja. Genau. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Interstellar Rift, wenn ihr noch Lust auf mich habt, auf mein Gelaber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Endgültig. Also nicht endgültig, bis zur nächsten Folge.
Beziehungsweise könnt ihr auch gucken, ich habe ja noch andere Videos, zum Beispiel von Munebase, zum Beispiel von Anarchy Online, dass ich mal auch weiterspielen könnte vielleicht. Das wäre auch mal was, habe ich schon ewig nicht mehr weitergespielt und das habt ihr auch gesehen, ich habe ja schon ewig davon nichts mehr hochgeladen. Also, das heißt ewig, es ist ein paar Monate, glaube ich, ja. Aber ja, wie auch immer. Dann. Ja, und ich wollte doch endgültig Schluss machen. Aber nee, mache ich wieder nicht. Ich laber wieder. Dann, was habe ich noch? Autonauts habe ich noch online stehen. OpenGDD habe ich tatsächlich noch zwei Videos drin. Das sind uralte Videos. Ja, von anno dazu mal, als ich noch keine ordentliche Internetleitung hatte. Deswegen ist auch die Qualität dementsprechend. Muss ich mal neu machen, vor allem mit neuen Erkenntnissen. Muss ich mal überarbeiten im Endeffekt oder einfach rausnehmen oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. Thema ist, dass das einfach eben nicht mehr so ganz aktuell ist. Ja, ich könnte das mittlerweile besser machen. Möchte ich eigentlich auch, weil das hat auch mein Kanal eigentlich nichts verloren. Ja. Was ich interessant finde, ist, oder was mich interessieren würde, ist Minecraft. Wie verhält sich das? Muss ich, wenn ich jetzt ein Video von anno dazumal, ich meine, die Rechte hat ja eigentlich mittlerweile Microsoft übernommen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Muss ich dann mich an Microsoft wenden, also von anno dazumal ein Video, oder muss ich mich da an Dingens hier wenden, an Mayong oder wie sie heißen oder hießen? Oder Mojang oder wie auch immer. Mojang, so, Mojang. Genau, Mojang oder Mojang oder wie auch immer man das auch spricht. Muss ich mich da an die wenden oder muss ich mich da an Microsoft? Ich glaube an Microsoft. Ich glaube, weil die haben ja das Spiel gekauft. Und auch wenn ich das damals aufgenommen habe, haben die ja mittlerweile die Rechte dran, oder? Also von daher müsste ich mich da an die wenden und müsste das dann mit denen abklären, ob ich das online stellen darf oder nicht. Beziehungsweise ich habe es ja eigentlich schon online, es ist in fürchterlicher Qualität. Aber ich möchte es gern freischalten halt einfach, weil ich das so super fand damals und eigentlich auch heute noch. Also die Szenen im Endeffekt, also oh, Gold wert. Gold wert. Ich habe aus einer Szene habe ich dann tatsächlich ein GIF erstellt und habe das als Bild im Forum auf dem Spieleplanet. Einfach weil ich das so feiere, dass der Kerl ja, er baut was, fällt ein paar Mal runter und wir hatten eben Death Chest aktiviert, also das heißt, dass eben an der Stelle, wo man gestorben ist, dann eben die Death Chest sich dann hingesetzt hat und man dann, ja, dann ist er da runtergefallen immer wieder. Und er hat halt immer einen Block zu hoch gebaut. Hätte er einen Block niedriger gebaut, wäre ihm nichts passiert, wäre alles super gewesen. Hat er halt immer einen Block zu hoch gebaut und was ist passiert? Jawohl, plopp, da war er auf einmal weg und der Death Chest stand da super. Göttlich, ich feiere diese Szene. Ich hab so gebrüllt vor Lachen. Das ist so geil. Echt. Oh Mann. Klasse. Da kommt Freude auf. Und ich habe das auch auf Video. Zufälligerweise. Das war absolut Zufall. Das war irgendwie gar nicht geplant oder sonst. Das war wirklich, das war absolut Zufall. Ich bin da gerade zufällig halt in der Gegend rumgelaufen und auf einmal sehe ich da den Typen, wie er sein Bild macht. Und ja, dann passiert genau das. Super. Das war übrigens Goomba. Goomba. Ja. Goomba Goombanga. Gibt's auch dieses Lied. Also, wenn Goomba von Goomba Goombanga kommt, aber hallo, dann ist der Name cool. Dann feiere ich den Kerl noch viel mehr, als ich ihn heute schon feiere. Ja, eben weil er halt manchmal durch den Wind war. Und ich mag das eigentlich. Ich mag Leute, die manchmal verwirrt sind. Was mir halt selber wahrscheinlich auch so geht, keine Ahnung. Habt ihr mitbekommen wahrscheinlich. Ja. Wie auch immer, jetzt ist wirklich tatsächlich endgültig für diese Folge zumindest Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Gute der Welt. Schaut, dass ihr irgendwie ja, eine schöne Zeit habt, die ihr auf dieser Erde, dieser simulierten Erde, wie auch immer, verbringen dürft. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Euer Panet. Wir sehen uns. Ciao.